Danke, schönen Abend. Tschüss, tschüss. Ade. Ja, jetzt sind wir drin. So, die Türen sind verschlossen, Sie können nicht raus. Sie haben keine Handys mehr, keine Waffen mehr. Sie hören mir jetzt zu. Naja, heute. Was, Jungs, alles klar? Ja, natürlich. Freut mich. Scheiß Ach Dreck ist Mensch, klar. wie siehst du denn überhaupt aus? Wieso hast du keine Klamotten von den Rockern an? Undercover. Wie undercover? Was suchst du? Ich suche. Da stehen ja welche auf der Liste. Was für eine Liste? Ja, ich brauche auch Geld. Was für eine Liste? Ja, so eine Kopfgeldliste oder was? Aha, wer steht denn drauf? Haben wir gerade eben gehört von der Reporterin, die hat eine komische Frage gestellt. Wer steht denn auf der Liste drauf? Da weiß ich ja nicht. Ja, aber du suchst jemanden von der Liste und du weißt nicht, wer drauf steht. Ja, eben. Ich muss ja wissen, wer. Der Wer da will drauf wissen, wer steht. auf der Liste steht. Also. Das will ich jetzt auch nicht auch wissen. Hey, wenn es da Geld gibt, ey, ich brauche Minimum Ja. 10 Millionen. Was? 10? Wir reden von. Von 54 Millionen. Ja, ich brauche 10. Ja, pass auf. Wir müssen das jetzt taktisch schlau angehen. Ich habe von der Liste schon mal was gehört. Und zwar. Wir müssen Leute befragen, die Kohle haben. Weil nur Leute, die Kohle haben, können die Liste, also können auch nur Namen draufstellen. Wie soll Verstehst ich du? die befragen? Die beschimpfe ich doch die ganze Zeit. Nein, nicht Rechtsanwälte oder Polizisten. Ein Schlipsträger. Aber, mal ganz ehrlich, weiß einer von euch, wer sowas schreiben tut? Der muss auch Kohle haben, Ja, derjenige, natürlich oder? muss der Kohle Schreiben, die haben. schreiben. Achso, du manchmal so eine Liste aufsetzt. Ja, klar, die müssen Ja. Kohle haben. Also muss man überlegen, wer hat Kohle? Die Fraktionen bzw. Organisationen. Wenn sich da nicht sogar irgendwie zwei, drei zusammengetan haben. So, und wer hat im Moment Kohle? Die Baronschaft? Das Die stehen bei Kartell? mir ganz oben auf der Liste. Das Kartell? Schwarzwasser? Schwarzwasser wollte Immobilien kaufen, Und also müssen die Kohle Schwarzwasser haben. steht bei mir ganz oben auf der Liste. Die müssen ja Kohle Weil haben. die von denen höre ich zu viel im Moment. Da habe ich heute Mittag schon wieder was irgendwas mitgekriegt. Was Da hast ging du schon wieder, mitgekriegt? ja, da ging schon wieder um Schwarzwasser irgendwas. Ja? Und da ist auch irgendwas mit einer Liste gewesen. Weißt du, das ist. Toto, ich rede, ich lauf doch viel rum, ja? Ja, ist schon klar. Und dann, ich laufe an Leute vorbei, die halt reden, ja? Und ab und zu schnapp ich da halt Fetzen auf, ja? Weiß denn wer da drüber redet, über die Nein, Schissliste? Ich weiß, wer das machen könnte. Die Wer? Person hat genug Geld, um alle auf der Liste auszubezahlen. Wer Ja, ist ich kriegt habe heute auch noch Kohle? von jemand, Es gibt doch. ich habe heute von Name gehört, Wayne. Ja, es. Ja. Ist das die Eine Frau. Emily oder sonst was? Keine Ahnung, Frau Wayne, Das habe ich ist das heute die gehört. Brokerin? Keine Ahnung, ich kenne die nicht einmal. Ich habe nur irgendwie gehört, dass die scheinbar mit allen nicht verstrickt ist. Ja? Weil ich kenne eine, Ich also habe dir doch ich. heute gesagt, ich habe dir doch heute erzählt, dass ich heute zu einer Familie eingeladen worden bin, ja? Ja, pack mal Soll ich mir was das. mehr aus. Du sagst immer nur Familie. Ja. Wir Sind sind halt deine alte Freunde, Leute, wo Mann. ich. Ja, ich kenne die ja lang. Das ist der Helmut. Ein Cousin vom Andi ist dabei. Eventuell ist der Dampfi dabei, der Dampfhammer. Der Donny ist wahrscheinlich dabei. Der Darkov. Der Luke ist wahrscheinlich dabei. Mal gucken, ich weiß es nicht genau, wer alles da. Er hat gefragt, ob ich auch. Aber ich muss nichts Illegales machen, weißt Nee, Ja, nee, nee. die sammeln sich doch erst, oder nicht? Ja. Ja, die haben damit nichts zu tun. Die haben kein Geld. Die werden nicht Nein, da Geld haben. die haben damit nichts zu tun, aber die haben sich unterhalten, ja. Und da ist halt auch mal, das war irgendwas mit der Liste einmal gefallen, ja, dass so irgendwas mit der Liste hier rumgeht. Und dann halt auch noch mit der Frau Wayne, dass die halt überall ihre Finger drin hat. Ja, dann wird die Frau Wayne wahrscheinlich die
Brokerin sein. Also ich gehe davon aus, es gibt so eine Brokerin, die Tussi. Irgendeine Tussi. Die macht innerhalb von wenigen Tagen, verdoppelt die dein Geld. Und dann macht die aber schon seit Anfang an. Die muss Kohle ohne Ende haben. Weißt du, die muss Kohle ohne Ende haben. Die kann jeden auf dieser Liste bezahlen. Was war das denn? Was war das? Ist sie tot? Freddy? Verdurstet. Wo ist Freddy? Freddy? Aber wo? Ja, ich kann ja nur hier. Da! Hinter uns! Wo? Hinter uns, hier nicht da. Ja, wo sind wir denn hier? Sie sprechen mit Florian Griffin, was kann ich für Sie tun? Stand by. Achso, ja. Wir sind hier an irgendeiner Straße. Ich würde da gleich ein Dispatch an der Autobahnabfahrt beim Vanilla Unicorn. Ja. Kommt hin. Unterwegs, halten Sie durch. Ja, danke. Sollen wir irgendwas tun? Meinen Kollegen einweisen. Was, wohin? Ins Krankenhaus? Da weist er Sie nur ein, aber ihm zeigen, wo der Patient ist. Ja, mitten auf der Straße. Hoffentlich über... Der Kollege müsste jetzt fast überfahren, oder? Was? Oh mein Gott! Ja. Ja, er ist da. Ich kann auflegen. Ja, gut. Tschüss. Danke, tschüss. Hallo. Hier liegt der... Ja, der ist irgendwie... Keine Ahnung. Aus dem Auto gefallen oder sowas. Haben Sie... Achso, wollte gerade sagen, haben Sie gesehen, was passiert ist? Ja, der war bei uns im Auto drin. Und auf einmal stöhnt der irgendwas und fällt aus dem Auto raus. Keine Ahnung, ob der einen Herzinfarkt gekriegt hat oder sowas. Der ist einfach nur rausgefallen. Nicht gut. Okay. Dabei gut, war der eigentlich anders. Ist soweit noch da? Ich weiß es nicht. War schwach, okay. Atmung hatte. Freddy? Hallo, mal bitte hinsetzen. Freddy, geht's dir gut? Was passiert? Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder? An was können Sie sich denn erinnern? Ja, ich saß mit meiner Kollegin hier im Auto, gell? Und irgendwie, der Tag, das ist so aufregend, alles so viel passiert heute, gell? Und irgendwie, ich glaube, hab mal wieder vergessen, was zu trinken, zu essen. Ich vergesse das den ganzen Tag. Aber den ganzen, nur Stress den ganzen Tag, gell? Das erklärt allerdings auch den Blutdruck, ja. Ja, ich würde sie mal kurz in die Hand pieksen, quasi eine Kanüle reinstechen. Ja. Und dann eine Kochsalzlösung, die wir erreichen, damit der Blutdruck quasi ihr Volumen wieder ein bisschen in Schwung kommt. Dumme Sachen. Ja, tut mir ja leid. Aber macht ja nichts. Aber kann denn da jetzt irgendwas passieren, wenn der so wenig getrunken hat? Der piekst jetzt kurz? Nee, da kann nichts mehr passieren. Wenn ich jetzt da bin, passiert nichts mehr. Ja, nein, ich meine, also woran liegt das denn, dass der dann einfach so umkippt? Dass er, wenn nichts trinkt? Oder was meinen Sie jetzt? Ja, ich meine, der ist ja jetzt einfach so umgekippt. Was ist denn da passiert? Ist da irgendwie, was geht da dann auf den Kreislauf oder was? Naja, wenn man nichts trinkt quasi, nimmt der Körper quasi die körpereigenen Flüssigkeiten. Und da natürlich das Blut da sehr verstärkt dann drunter leiden muss, geht dann der Blutdruck geht dann hoch und der Kreislauf versagt irgendwann. Dementsprechend können Sie dann quasi in Ohnmacht fallen. Und kann das jetzt irgendwelche Nebenwirkungen haben oder Nachwirkungen haben? Nö. Wenn es halt passiert, muss man natürlich schnell darauf reagieren, ansonsten kann es auch zum Tod führen. Da jetzt aber natürlich ich schnell vor Ort war und jetzt gerade die Kochsalzlösung verabreiche, sollten da bis auf vielleicht Kopfschmerzen keine weiteren Sachen passieren. Ja, wir haben auch sofort bei Ihnen an der Zentrale angerufen. Das war auch sehr gut, wir haben so gut reagiert. Danke. Der hat gesagt, wenn sie nicht aufpassen, überfährt ihr Kollege, also sie uns dann, weil der schon fast vor Ort ist, hat er gesagt. Ja, wir waren noch schnell um die Ecke, deswegen. Ja, und ich soll sie einweisen. Ich glaube, sie sollen ins Krankenhaus. Ich soll sie einweisen, hat er gesagt. Oh. Also, so wie ich es jetzt hier vor Ort sehe, sag ich mal, ist keine Einweisung notwendig. Also, wie gesagt, nein, nicht Freddy. Ich soll sie einweisen.
Hat Was? die Leitstelle gesagt. Ach, Einweis. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Sie sollten mich einweisen, wo der Ort ist, ja. Ach so, also nicht ins Krankenhaus einweisen. Nein, nein, nein. Sie sollen mir sagen, also einweisen war damit gemeint, dass sie einfach sozusagen mir zeigen sollen, wo die eine Stelle ist, weil man manchmal das wirklich übersieht. Ach so. Natürlich. So. Ach so, ja. Kochsalzlösung ist jetzt in ihrem Körper. Ich würde jetzt die Kanüle wieder rausziehen und ein Pflaster aufpacken. Ja. So. Hübsches Pflaster. Das war alles zu viel. Das war alles zu viel. Die ganze Story ist, wo da verklickert werde, gell? Und nee, echt, so, dann versuchen wir bitte alles aufzustehen. Ja, ne. Ja, sieht doch gut aus. Ja, perfekt. Ja. Dann bisschen noch entspannter die nächsten paar Minuten, sag ich mal, ein bisschen entspannter angehen und wie gesagt, nicht das Trinken vergessen. Nee, ich geb mal mir. Nee, aber das war echt zu viel gerade los um die Ohren. Dann musste da noch ein mitfahren und dann haben wir gerade, das ist alles so spannend heute und ja, geht das so viel los in der Stadt. Gell? Das ist stimmt, Kriminalität ja. und Sodom und Gomorra, sage ich immer, gell? Echt ja. Schlimm hier. Wie gesagt, passen Sie auf sich auf, dann sollte auch weiterhin erstmal nicht mehr passieren. Ja, ich bedanke mich jemals, gell? Nicht dafür, dafür sind wir da. Ade, gell? Schöne Tag. Schönen noch, Abend gell? Noch. Schönen Tag, ja, Ihnen auch. Tschüss. So, schenken wir mal wieder. Das kann wieder nur mir passieren, gell? Ja, ich glaube, wir sagen dir beim nächsten Mal öfters, dass du trinken musst hier. Ja, hey, das war so spannend hier wieder. Jetzt steht der Toto da. Alter Mann! Mann. So. So, Musik aus bei euch? Ja. Also, die Online, also die Brokerin, die das Ganze mit dem Geld macht, die hätte genug Geld, um sowas auf die Beine zu stellen. Okay. Die Frage also. Ist, wie kommen wir an die Brokerin dran? Die Frage ist aber jetzt auf einmal, wieso kommt ein Reporter hier und will darüber was wissen? Ja, das fragt die Reporterin, das ist der Hammer, gell? Hat die stand auf einmal da und die Klatschpresse und die hat uns nicht mal sagen können, für welche Zeitung und tralala. Das war schon ja, aber das ist doch gut. Wenn es wirklich eine Reporterin ist und ich habe jetzt die Nummer. Dann du hast die Nummer? Ja, ich habe die Nummer. Dann können Kannst du mir die mal geben? Warte mal, dann können wir der falsche Informationen geben und die falschen Informationen sprechen sich rum. Das heißt, die falschen Informationen gehen dann irgendwo anders hin. Wir können so eine quasi eine zweite Liste dadurch erstellen, die gar nicht stimmt und unsere Konkurrenz quasi hey, damit ausschalten. Jetzt hör bloß mit solchen Kapriolen auf. Nee, ja, echt. Naja, das hätten die nachher, wir hätten die Liste gemacht ja, oder ja, so. Ja, Ebbe, lass bloß mal, du, ey. Ey, mir werde gejagt von 1000 Leuten, ich schwör das nix, lass mal, gell. Das würde ich lieber lassen, das ist zu gefährlich, nee, aber... Lass mir mal von der Reporterin die Telefonnummer geben. Aber sag nicht, dass du die von mir hast. Nein. 323. Ja. 33, 21, 33. Also 33, 21, 33. Richtig. Okay. Schreibe ich mir jetzt immer auf. Weil irgendwo muss das Geld ja dann herkommen. Ich frag mich, wer wäre es denn wert, dass man den umbringt? Naja. Da ist die Frage, wer verärgert die Leute? Warte mal.